Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch endlich mal wieder einen kleinen Beauty-Haul, denn ich habe so viele Sachen geshoppt in der letzten Zeit und kam tatsächlich noch gar nicht dazu, euch die Produkte mal zu zeigen, denn ich habe in der letzten Zeit so viele Beauty-Adventskalender geöffnet, dass das einfach untergegangen ist und es trudelten immer mehr Pakete ein, immer so abends beim Online-Shopping auch mal die Foundation und mal jenes ausprobieren. Jetzt habe ich gedacht, jetzt ist es so viel, jetzt wird es an der Zeit, euch die Sachen mal zu zeigen. Vor allen Dingen habe ich auch noch ein paar coole Sachen in PR bekommen. Wenn euch das interessiert, viel Spaß mit dem Video und los geht's. Also ihr Lieben, ich habe mir gedacht, die PR-Sachen zeige ich euch direkt am Anfang, denn ich werde davon etwas an euch verlosen. Und dann macht das natürlich Sinn, dass ich euch das direkt zeige. Und zwar hat mir Luvia netterweise vor ein, zwei Monaten zwei nette Pakete zugeschickt, die richtig süß waren, ja. Unter anderem habt ihr mich nämlich immer gefragt, was das für ein Schwamm ist, den ich benutze. Der ist von Luvia zum Beispiel, den haben die mir zugeschickt. Und die haben mir das Ganze auch nochmal in Gelb zugeschickt. Also die gibt es auch in Gelb, die Schwämme. Ich verlinke euch alle Produkte unten in der Infobox. Ich meine, die haben mir einen Rabattcode gegeben, Franka20. Damit könnt ihr 20% auf den Shop sparen. Ich weiß nicht, ob das noch geht, weil das ist schon was länger her. Ich habe unter anderem mit dieser Mystic Lagoon Palette einen Look geschminkt. Ich habe das Video noch nicht geschnitten. Ich wollte das auf Instagram hochladen. Das ist eine richtig tolle, schöne Lidschattenpalette mit richtig schönen Farben. Die haben auch alle sehr, sehr gut performt. Also von der Qualität kann ich mich nicht beklagen. Finde ich 1A. Und da sie mir aber noch eine zweite Palette geschickt haben, die ähnliche Farben hat wie von Natasha Denona, die Sunset Palette, habe ich mir gedacht, werde ich die an euch verlosen. Ich zeige sie euch mal, ja. Und zwar nennt sich die Palette Sunset Nova. Passt ja eigentlich ganz gut. Hat insgesamt 8 Farben. Und die Farben erinnern mich so sehr an Natasha Denona. Das ist hier von Luvia, das ist von Natasha Denona. Es ist ein etwas ähnliches Farbschema. Natürlich kann man den Preis nicht vergleichen, ganz klar. Aber ich habe gedacht, ich nutze diese Palette ehrlich gesagt sehr, sehr selten, weil Orange und Gelb nicht so ganz meine Töne sind. Und ich weiß aber, dass es sehr, sehr vielen von euch gefällt. Und ich glaube auch, dass diese Palette super gut zu ganz, ganz vielen passt. Sie passt super gut in den Herbst. Deswegen dachte ich, komm, mache ich das. Die Details dazu, die stehen unten in der Infobox. Und ich werde am Ende da nochmal drauf eingehen. Dann hatten die mir zugleich auch noch einen Primer geschickt. Und zwar zweimal, nämlich einmal in dem Paket mit der anderen Palette. Deswegen bekommt ihr auch den Primer. Und ich werde euch zusätzlich auch noch einen richtig schönen Crease Blender, auch von Luvia, auch verlosen, weil ich davon auch genügend habe. Die hatten mir davon nämlich schon mal welche geschickt. Insofern dachte ich, mache ich das direkt als erstes. Ihr habt was davon und Luvia hat auch einen Platz in meinem Video bekommen. Weil ich finde es nur fair, wenn sie mir das schicken, ist eine schöne Sache. Ich hatte so viele Videos schon zu ihren Lidschattenpaletten gemacht. Die haben eine super Qualität. Aber ich habe jetzt einfach auch wirklich sehr viele und habe mir jetzt auch wieder welche gekauft. Und deswegen dachte ich, erfreue ich vielleicht lieber jemanden von euch. Dann habe ich ein Paket bekommen, da war ich wirklich sprachlos. Ich meine, die haben mich gefragt, ob ich es haben will, muss ich sagen. Luvia schickt mir die Sachen einfach so. Look Fantastic fragt mich, ob ich was haben will oder nicht, wenn die was Spezielles haben. Und da musste ich auf jeden Fall ja sagen, weil das sind Produkte, die ich selber schon seit einem Jahr benutze. Und ihr fragt mich immer, warum meine Haare so glänzen. Also ich mache nichts Spezielles, ne? Ich versuche weitestgehend auf Föhnen zu verzichten. Ich föhne eigentlich immer nur einmal die Woche. Aber ich nehme auch einmal die Woche immer Olaplex. Und ich hatte von Olaplex diese Nummer 3 mir selber schon, ich weiß es nicht, 5-mal nachgekauft. Also davon benutze ich nämlich relativ viel, muss ich sagen. Also das nehme ich einmal die Woche. Und dieses Produkt macht nur Sinn, wenn ihr beim Friseur die Nummer 1 und die Nummer 2 genommen habt. Ich habe das schon mal in einem Video erklärt. Ich will das jetzt nicht zu lang machen über dieses Thema. Wenn euch das nochmal ganz speziell interessiert, kann ich dazu auch nochmal ein separates Video machen. Auf jeden Fall benutze ich das schon selber schon etliche Produkte. Also ich weiß nicht, etliche Jahre, aber bestimmt schon 2 Jahre Minimum. So. Irgendwann kam die dann mit Shampoo und Conditioner raus. Und das habe ich mir gekauft ungefähr vor einem Jahr. Das sieht so aus. Und das wurde mir jetzt zugeschickt. Total geil. Shampoo, Conditioner und auch noch die Nummer 3. Und zusätzlich auch noch alle anderen Sachen, die haben. Und da war ich wirklich platt. Und vor allen Dingen sind diese Shampoos, jetzt bei mir ist der Shampoo und Conditioner fast leer. Ich glaube, ich kann es noch einmal benutzen. Dann werdet ihr es sowieso in einem Aufgebraucht-Video sehen. Es hat super lange gehalten, also fast ein Jahr. Das Shampoo ist mega ergiebig.
Das Einzige, was an diesem Produkt ein bisschen blöd ist, wenn ihr an das Ende kommt, kriegt ihr fast nicht mehr alles raus. Aber ich habe jetzt einen Trick, wie das geht. Ich lasse es so auf dem Bauch, also so liegen. Und dann gehe ich mit der Rückseite von einem Löffel rein und kratze es raus. Und damit kriege ich tatsächlich alles raus und ich kann meins, was ich habe, noch einmal benutzen. Und bin mega froh, dass ich das jetzt bekommen habe, weil das ist sehr teuer. Aber ihr fragt mich immer, was ich benutze und das ist das, was ich benutze. Und deswegen habe ich gedacht, zeige ich es auf jeden Fall auch in dem Video. Das Einzige, was ich heute anders gemacht habe, ist, ich habe vor der Nummer 3 noch die Nummer 0 genommen, denn das ist irgendwie was ganz Neues. Damit soll man, deswegen seht ihr, da ist auch schon ein bisschen was raus. Ich habe einiges verwendet. Das soll man sich reinmachen vom Ansatz bis in die Spitzen. 10 Minuten warten. Ich habe in der Zeit Sport gemacht. Und dann macht man sich Olaplex Nummer 3 rein. Wartet wieder 10 Minuten und spült es dann aus. Normalerweise lasse ich die Nummer 3 meistens eine Stunde drin. Also ich mache das meistens, früher habe ich das immer so gemacht, bevor ich Sport mache, wenn ich aufstehe, direkt Haare nass machen, das Zeug reinmachen, Sport machen, Kaffee trinken und so weiter und dann in die Dusche. Und dann nehme ich halt meistens auch das Shampoo und die Spülung und mache das dann rein und das benutze ich einmal die Woche. Und das hat bei mir jetzt fast ein Jahr gehalten. Also insofern ist es wirklich sehr, sehr ergiebig. Es kann auch ein Dreivierteljahr sein. Ich muss mal gucken, in welchem Haul ich das geshoppt habe. Auf jeden Fall ist das Video auf YouTube. Also ich habe den Beweis, ich habe es selbst gekauft und finde es richtig gut. Und die Nummer 6 ist auch eine schöne Geschichte. Das nehme ich nicht ganz so oft. Das ist so ein Leave-In Styling Cream. Die habe ich auch drin. Und was jetzt noch ganz neu ist, das habe ich noch nie verwendet und ich habe gedacht, das probiere ich jetzt direkt mal mit euch aus, ist hier das Bonding Oil. Das fand ich super spannend. Das sieht so aus und das wollte ich auch schon immer mal probieren. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt echt sehr, sehr froh, dass sie mir das geschickt haben, dass ich es mal austesten kann. Und man soll das wohl so machen. Okay, ich würde mal sagen, 2 Tröpfchen reichen. Und ich werde mir das einfach hier mal so reingeben. Naja, vielleicht sind 2 Tröpfchen doch ein bisschen arg wenig gewesen. Auf jeden Fall kann man sich das ins feuchte Haar oder auch ins trockene Haar reingeben. Das riecht eigentlich nach nichts, muss ich sagen. Ja. Und es ist einfach auch nochmal zum Stylen und zum Pflegen. Und ich liebe Olaplex. Also es macht aber, wie gesagt, nur Sinn, wenn ihr das, wenn ihr quasi gefärbte Haare habt. Ich weiß nicht, ob das nur bei Blondierung geht oder auch bei normaler Farbe. Da könnt ihr mich gerne mal aufklären. Auf jeden Fall muss der Friseur den Step Nummer 1 und 2 in die Haarfarbe reingeben. Also ich glaube, die 1 gibt er in die Haarfarbe rein und mit der 2 versiegelt er nochmal. Deswegen fängt das hier an mit 0 und mit 3, quasi für zu Hause. Und danach geht es weiter mit 4 und 5 für Shampoo und Spülung. Und quasi 1 und 2 gibt es nur beim Friseur, ne? Dass da keine Verwirrung auftaucht. So, das war's von meiner PR-Geschichte. Ich sag vielen Dank an Lookfantastic, die haben mir das nämlich zugeschickt, in Verbindung mit Olaplex. Und ja, ich liebe die Produkte, ich werde die auf jeden Fall weiter nutzen. Und wenn ich merke, dass das hiermit noch ein eklatanter Vorteil ist gegenüber nur der Nummer 3, dann werde ich euch das auf jeden Fall mitteilen. Wenn nicht, dann nicht, dann seht ihr das spätestens in einem Aufgebraucht-Video, wo ich euch dann sage, ich habe keinen Unterschied gesehen, ne? Also vielleicht seht ihr ihn ja selber dann im Laufe der Videos, dass ihr merkt, meine Haare sehen besser aus. Das werden wir ja sehen. Also ihr seid ja Live-Zeuge quasi, ob die Produkte funktionieren oder nicht. So, dann habe ich etwas ganz, ganz Cooles geshoppt. Jetzt fangen wir mit meinem Haul quasi an, was ich mir selber gekauft habe. Geile Sachen, muss ich sagen. Ich bin so froh. Ich habe euch ja gesagt, in Thailand hatte ich mir von Nummer 7 die Foundation gekauft. Und das ist gar nicht die aus Thailand. Ich zeige euch mal die aus Thailand. Und zwar, ich kam wieder im März und habe gesagt, ich glaube, das ist meine Lieblingsfoundation ever of all time. Ja? Und zwar sieht die so aus. Das ist von Number 7. Das ist eine Marke, eine Drogeriemarke von Boots. Das ist so ein Drogerieshop in Amerika, in London. Ich glaube, die kommen ursprünglich aus London. So. Und ja, das sieht aus wie Haut. Es sieht nicht geschminkt aus. Es sieht einfach super schön aus. Und auf jeden Fall habe ich es jetzt gefunden. Und zwar bei boots.eu. Ich werde euch das mal unten verlinken. Ich würde es nicht über Amazon shoppen, weil da zahlt ihr über 20 Euro. Bei Boots zahlt ihr, ich glaube, ich habe 15 Euro bezahlt. Und die Verpackung ist zwar anders, denn es ist keine Milchglasflasche, sondern eine klare Glasflasche, aber das Ergebnis ist exakt dasselbe. Und die Farbe ist auch ein bisschen
nennt sich anders, ist aber auch dieselbe Farbe auf der Haut. Also ich würde sagen, die ist ein ganz kleines bisschen heller. Die nennt sich Deeply Beige, die ich habe. Und ich hatte mir in Thailand Warm Beige gekauft. Und ich glaube, das gibt es nicht mehr. Also das habe ich auf der Boots-Seite nicht gesehen. Insofern vielleicht werden dann für andere Länder andere Farbtypen produziert. Keine Ahnung, auf jeden Fall. So schaut die Umverpackung aus und ich habe mir direkt zwei bestellt, einmal Deeply Beige und einmal Cool Beige. Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut, muss ich sagen. Oh, das ist ein bisschen heller. Mhm. Interessant und auch ein bisschen rosastichiger. So schauen die aus. Ich muss mal gucken, ob das Helle auch für mich passt. Auf jeden Fall, das Deeply Beige passt perfekt für mich. Da bin ich so froh, dass ich das gefunden habe. 15 Euro, kann man nichts falsch machen, kann ich euch wirklich empfehlen. Das sieht aus wie Haut. Das ist nicht das, was ich jetzt drauf habe. Ich habe jetzt mal eine neue Foundation probiert, die ich aber nicht ganz so gut finde. Meine Rötungen schauen durch, das gefällt mir alles irgendwie nicht so gut, aber ich wollte jetzt nicht noch mehr und mehr drauf klatschen und dann wird es immer schlimmer und schlimmer. Insofern lassen wir das jetzt mal. So, dann habe ich mir zusätzlich noch, weil ich dachte, wenn du dann schon einmal da bestellst, kannst du auch gleich noch ein bisschen mehr nehmen, diesen Puder genommen. Und zwar ist das der Translucent Perfect Light Pressed Powder. Der sieht so aus, da kommt ein Spiegel mit, ich halte den mal zu und das ist so ein transparenter Puder, den man super nehmen kann für unter die Augen. Der ist ganz weich und geschmeidig. Ich werde demnächst mal ein Video damit machen, dann werdet ihr das sehen. Ich habe das jetzt ganz, ganz oft selber privat benutzt und ich liebe es, muss ich sagen. Und dann hatte ich mit Boots geschrieben, weil ich dann gesagt habe, ich bin wirklich der absolute Hardcore-Fan. Ich erzähle das in jedem Video, aber ich weiß gar nicht, wo können die Leute das kaufen und so weiter und so fort. Und dann ja, kam ich halt darauf und ich habe das selbst bezahlt. Aber die werden mir auf jeden Fall jetzt irgendwie ein Paket schicken. Die haben mich nämlich gefragt, ob ich mal noch mehr testen will. Dann habe ich gesagt, auf jeden Fall. Also insofern wird das demnächst kommen. Nur das habe ich jetzt alles selber geschockt. So, dann habe ich mir von Natasha Denona die Glam Palette gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo schon gezeigt habe. Ich glaube auf Instagram. Ich muss sagen, ich habe gemischte Gefühle. Ich finde sie ganz gut. Es sind aber keine Farben, die jetzt irgendwie noch nie da gewesen sind. Wenn ihr ein Make-up-Anfänger seid und solche Farben nicht habt, dann macht ihr damit nichts falsch. Allerdings sind sie auch nicht wirklich spektakulär. Ich habe sie gerade auf den Augen drauf. Keine Frage, es sind wunderschöne Töne. Aber zum Beispiel, was ich schlecht finde, wir können ja gleich mal eine kleine Review machen, weil ich weiß nicht, ob ich dazu noch ein komplettes Video machen werde. Ich denke eher nicht. Ihr habt hier Bezeichnungen, wie ihr das Ganze verwenden könnt. Für einen Anfänger ist das vielleicht gut. Ich finde es eher ein bisschen irritierend, muss ich ehrlich sagen. Dann haben wir hier zum Beispiel Transition. Transition steht für Übergangsfarbe. Das heißt, das wäre so eine Farbe, die ihr euch überall drauf gebt. Die kommt total gräulich rüber. Das ist zum Beispiel sowas, was mir überhaupt nicht gefällt. Also die werde ich nie benutzen. Die habe ich mal benutzt und habe nur gedacht so, ugh. Die schimmernden Farben, die sind alle toll. Und auch diese, sag ich mal, die Crease-Farbe, Smoke-Farbe, Blend-Farbe, das sind alles Farben, mit denen man arbeiten kann. Das ist eine schöne Palette, sag ich mal, zum Verreisen für eine Businessfrau. Wenn ihr jetzt sagt, ich will mich nicht so heavy schminken mit Lila und Grün und so weiter, ich will das für meinen Job benutzen, dafür ist das eine gute Palette, weil die ist wirklich jobtauglich und auch noch tauglich, dass man sie dann für den Abend nochmal das Ganze intensivieren kann. Die Farben halten lange, das verrutscht euch nicht. Das ist jetzt nicht wie Essence und Co. oder weiß ich jetzt nicht, Drogerielidschatten, wo ihr dann am Abend nichts mehr seht, sondern die Farben halten halt auch lange. Das ist eine sehr gute Qualität. Und dafür, dass sie dann, ich weiß nicht, 65 oder 68 Euro kostet, ist es, finde ich, in Ordnung. Man hat davon sehr, sehr lange was. Und wenn das die einzige Palette ist in diese Richtung und ihr euch sonst nicht viel schminkt, dann würde ich sie empfehlen. Wenn ihr viel habt, ganz ehrlich, kann man das echt, kann man auch sagen, braucht man nicht unbedingt, muss ich ehrlich gestehen. Also ich hätte sie mir eigentlich nicht kaufen brauchen. Ich habe solche Farben und für mich ist es jetzt ehrlich so, ich gehe jetzt nicht mehr auf so Business-Trips, wo ich jetzt sage, ich brauche so eine Palette, die ich dann mitnehme. Ja, ich packe jetzt trotzdem einfach mehr ein. Insofern, ja, hätte ich mir sparen können, muss ich ehrlich sagen. Also so begeistert bin ich jetzt nicht davon. Ich finde halt eher das Problem, dass sie nicht so, dass sie mir ein bisschen zu kühl ist irgendwie. Die ist mir zu kühl irgendwie. Ich finde die Farben nicht so schön gewählt einfach. Ich hätte es mir irgendwie anders vorgestellt. Ist nicht so ganz, ich bin nicht so ganz begeistert, muss ich ehrlich sagen.
So, dann machen wir mal weiter mit, was können wir weitermachen? Vielleicht machen wir mal weiter mit Deo. Und ich habe übrigens auch noch eine Bestellung bei Douglas aufgegeben, die zeige ich euch dann ganz am Ende. Da gab es gerade so eine Bag mit dazu, im Wert von 100 Euro, keine Ahnung, irgendwie 6 Beauty-Highlights. Die habe ich auch noch nicht aufgemacht, das möchte ich euch auf jeden Fall auch zeigen. Also ich glaube, das Video wird was länger, schnappt euch auf jeden Fall was zu trinken, was zum Snacken oder so, damit euch nicht langweilig wird und ihr könnt das ja gerne beim Kochen oder so nebenbei laufen lassen. Und ich muss mal gucken, dass ich demnächst das Ganze vielleicht ein bisschen regelmäßiger mache, dass die Videos nicht so lang werden. Aber ja, ich wollte euch das jetzt einmal in allem zeigen und ihr könnt es ja auch in mehreren Intervallen schauen, wie ihr möchtet. Auf jeden Fall, viel Spaß jetzt weiter. Ich zeige euch mal eine Deo-Entdeckung, ganz neu. Die habe ich bei einer anderen YouTuberin gesehen, Dilan Saban. Ich weiß nicht genau, ich glaube so. Und zwar nennt sich das Salt of the Earth. Ich habe es bei Amazon bestellt. Das ist ein natürliches Deo. In der Duftrichtung Amber and Sandalwood, also Amber und Sandelholz. Riecht sehr gut. Einziges Problem ist nur, wenn man sich das aufsprüht, ist man erstmal relativ nass unter den Achseln. Was aber hieran toll ist, man riecht gar nicht. Also auch am nächsten Tag nicht und auch nicht, wenn man Sport gemacht hat. Es ist wirklich kurios. Also das wirkt total Geruch entgegen, aber man schwitzt noch, weil es halt kein Aluminium enthält. Aber den Geruch deckt es richtig gut ab. Also das ist wirklich klasse. Ich würde mir das, glaube ich, nochmal als Roll-On kaufen, wenn es das gibt. Zum Sprühen ist es mir etwas zu feucht. Ich muss mir das immer so ein bisschen abtupfen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Deo-Alternative, wenn ihr sowas Natürliches ausprobieren wollt. Toller Geruch. Gibt es auch noch in unterschiedlichen Gerüchen und auch, glaube ich, komplett geruchslos. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich mir zwei Cremes gekauft fürs Gesicht, weil ihr seht, da kommen so Rötungen durch bei mir. Ich habe gerade aktuell massive Probleme mit Ekzem. Und einige von euch haben mir empfohlen von La Roche-Posay Cicaplast Balm B5. Das ist so ein Wundbalsam, wenn man so will, was auch antibakteriell ist. Das schmiere ich mir zweimal am Tag ins Gesicht, also auf die Stellen, wo ich da Probleme habe, morgens und abends. Und wenn ich jetzt kein Video drehe, mache ich auch keine Foundation drauf, weil ich möchte wirklich, dass das abheilt, aber für Videos geht das halt nicht. Und das, ihr seht, es scheint trotzdem durch. Es ist einfach, weiß ich nicht, irgendwas habe ich benutzt, was ich nicht vertragen habe. Ich habe schon was in Verdacht, aber ich muss erst mal gucken, ob sich das bestätigt. Und das war wieder eine Säure. Ich lasse es anscheinend nicht. Ich weiß auch nicht, was mit mir nicht stimmt. Aber ich werde es jetzt einfach echt lassen, weil ich das einfach nicht vertrage. Ich merke das immer nach ein paar Tagen, dann fängt das an und dann wird das alles rot und schuppt und oh, das ist eine Katastrophe. Naja, ich hoffe, dass mir das hilft. Und dann für die Nacht habe ich mir eine beruhigende Nachtcreme von Cetaphil gekauft. Pro Redness Control finde ich auch richtig gut. Die ist ganz leicht wie ein Gel und trotzdem richtig pflegend. Also ich zeige euch das mal, wie das ausschaut. Das ist, sieht erstmal weiß aus, aber das zieht ganz schnell ein. Es ist nicht so fettig, es ist geruchslos komplett und es ist ein ganz angenehmes Hautgefühl. Ich glaube auch, wenn ihr so zu so Pickelchen neigt, Rötungen und sowas, ist es richtig gut. Es stärkt die Hautbarriere. Ich habe das bei irgendeiner Hautärztin gesehen und habe gedacht, okay, ich kaufe mir das. Und ich finde es jetzt erstmal sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das habe ich gekauft bei Shop Apotheke und das hier auch. Und das kann ich euch auch mal unten verlinken. So, dann kommen wir vielleicht mal zu Duft und dann auch noch Bodylotion und so weiter und so fort. Es ist viel, es ist viel. Und zwar, ich habe mir von Shiseido einen Duft gekauft. Ich hatte mir schon mal mit 18 einen Shiseido-Duft gekauft in so einer grünen Flasche. Den gibt es leider nicht mehr. Das war mein Lieblingsduft, Relaxing oder so hieß der. Ich habe die Flasche noch, aus nostalgischen Gründen. Aber der ist gekippt, logischerweise, ne? Also. Und jetzt habe ich mir gekauft Shiseido Zen. Der riecht ein bisschen wie Coco Mademoiselle von Chanel. Oh, der riecht ganz, ganz toll. Und ich habe den gekauft auf Empfehlung von Leni Cent. Die hat einen YouTube-Kanal und macht nur Duftvideos. Super angenehm zu schauen. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Die kennt mich nicht, also insofern, die weiß nicht, dass ich über sie spreche. Aber ich suchte jedes Video von ihr. Sie hat eine ganz super angenehme, ruhige Art und stellt immer so
Top-10-Listen und weiß ich nicht was, Herbstfavoriten und so weiter. Ganz viele Düfte vor, die hat eine riesige Sammlung und wir haben einen recht ähnlichen Geschmack. Wobei ich nicht diese ganz teuren Düfte kaufe, die sie jetzt empfiehlt. Sie hat auch ganz viele Düfte, wo einer 300, 400, 500 € kostet, ne? Aber das war ein richtiger Schnapper und sie hat gemeint, das wäre auch ein Blind Buy sozusagen, kein Problem. Und das ist es wirklich. Also es riecht einfach wirklich sehr, sehr, oh, sehr gefällig. Sehr gefällig. Ein richtig guter Duft. Gefällt mir unglaublich gut. Den kann man jeden Tag tragen. Das ist so ein No-Brainer, würde ich sagen. Und ein bisschen wie Coco Mademoiselle. So, und den habe ich früher ganz, ganz oft getragen. Und dann habe ich mir noch einen anderen geholt. Und den hatte ich auf Basis von einer anderen YouTuberin. Ich folge auch einer, wie heißt die? Das ist so eine, die wohnt in der Schweiz und ist aber, glaube ich, eine Russin. Ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen. Vielleicht verlinke ich sie auch mal unten. Und sie ist der totale Fan von Angel Muse. Und dann habe ich gedacht, Angel hatte ich früher auch mal, das in der blauen Flasche, was so wirklich penetrant süß riecht. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist mir ein bisschen zu hart. Und sie meinte, das ist halt besser, weil es nicht so extrem ist. Und da kommen noch ein paar andere Noten mit rein. Ich werde euch diese Noten, die da drin sind, mal einblenden. Ich bin da sehr schlecht im Beschreiben. Auf jeden Fall habe ich mir da nur eine ganz kleine Größe gekauft. 15 Milliliter, glaube ich, sind das nur. Weiß ich gar nicht. Steht das irgendwo drauf? Nö. Weiß jetzt nicht. Ich glaube, 15 Milliliter sind es. Und das riecht so gut. Und ich bin so froh, dass ich aber nicht mehr gekauft habe. Früher habe ich mir immer gedacht, die ganzen Leute, wer kauft sich kleine Größen? Das ist ja viel zu teuer im Verhältnis. Aber mittlerweile habe ich auch so viel, dass es wirklich Schwachsinn ist, größere Größen zu kaufen, bevor einem das kippt. Und vor allen Dingen habe ich das blind gekauft mit den anderen auch. Ich bin aber mit beiden sehr froh. Den werde ich jetzt nicht noch sprühen. Aber der riecht schon so durch. Der riecht einfach unglaublich gut für den Herbst. Das ist so ein toller Duft. Den sprühe ich mir einfach so oft auf, wenn ich so auf der Couch sitze. Abends zum Schmusen ist das auch ein guter Duft. Und der gefällt auch meinem Mann. Das ist einfach ein ganz, 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 ganz schöner Duft. Sehr, sehr toll. So, das war's zum Thema Düfte. Jetzt habe ich noch Bodylotion. Und die habe ich mir schon was längere Zeit gekauft. Und ich habe da zwei Alternativen für euch. Eine günstige und eine weniger günstige, sagen wir mal. Und zwar, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich zeige sie euch einfach trotzdem mal. Denn ich glaube, letztens habe ich sie noch gesehen. Und zwar aus dem Aldi von Ombia, das Body Soufflé, hat eine traumhafte Konsistenz. Und es nennt sich Happy Banana. Und es riecht ganz dezent nach Banane und frisch. Es ist überhaupt keine süße Richtung. Oh, das riecht einfach so göttlich nach Banane. Und die Konsistenz ist so luftig, wie so ein Soufflé. Und es zieht ganz schnell ein. Es hat eine 1000-mal angenehmere Konsistenz als jede Balea Body Lotion. Wirklich, ich komme ja mit Balea Body Lotions nicht klar. Und das hat eine super Konsistenz, einen super Geruch. Ich glaube, es hat so 2 € gekostet. Und falls es das noch gibt, besorgt euch das. Also, wenn ihr auf Banane steht, das ist göttlich. Ich habe auch das Duschgel schon aufgebraucht. Das war wie so ein Gelee. Es kann aber sein, dass das schon weg ist. Wenn es so ist, tut es mir leid. Dann habe ich noch eine Alternative, die ist zwar ein bisschen teurer und auch eine ganz andere Konsistenz, aber auch sehr, sehr geil. Und zwar von Lush, Sympathy for the Skin, Hand and Body Lotion. Das riecht auch leicht nach Banane, hat aber eher so eine Konsistenz von Sahne und ist ein bisschen, ich will nicht sagen süßer, aber so ein bisschen reichhaltiger. Und das schmilzt auf der Haut wie Butter. Und das ist auch eine wahnsinnig tolle Konsistenz. Es ist auch eher jetzt für die kalte Jahreszeit. Ich habe es schon vor 1-2 Monaten gekauft. Oh, aber es riecht sehr, sehr gut. Es riecht auch so leicht nach Kakao. Und es zieht ganz schnell ein. Und das ist auch etwas, was man so gut verwenden kann. Im Gegensatz jetzt zu allen anderen Bodylotions, die ich habe, finde ich das auch traumhaft. Super Pflegewirkung, super Geruch. Und das passt auch ganz toll mit den ganzen Parfums obendrauf, muss ich sagen. Gerade mit so süßeren Düften passt es sehr gut, aber auch mit frischen. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt. Gefällt mir richtig gut. Okay, das war es erstmal mit diesen Sachen. Jetzt kommen wir noch zu Douglas und zu einer anderen Geschichte, wo ich mich auch nicht beherrschen konnte. Ich zeige es euch. Erst mir überlegt, ob ich das jetzt direkt mal auftrage und euch zeige. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich das einfach mal separat. Ich habe geschaut, das Video ist schon sehr lang. Ich möchte es nicht noch länger machen, deswegen seid mir nicht böse. Ich zeige euch das gegebenenfalls mal in einem in so einem Video, wo ich neues Make-up ausprobiere. Oder mal auf Instagram. Und zwar ist die Rede von Lisa Eldridge. Ich habe mir hier so eine Fantasy-Pouch, keine Ahnung, wie sie das nennt,
gekauft. Lisa Eldridge macht Lippenstifte. Die hat hier auch einen YouTube-Kanal. Das ist eine Make-up-Artistin aus London, meine ich. Also auf jeden Fall aus England. Und sie ist bekannt für so ganz coole Tutorials, so sehr sophisticated, und sie studiert wirklich Lippenstifte. Ich habe mal ein Video von ihr gesehen, wo sie einen, ich glaube, einen Lippenstift von Audrey Hepburn, den hat sie irgendwie gekauft und hat den dann sogar auch aufgetragen, obwohl der irgendwie schon zig Jahre alt ist. Ich weiß es nicht mehr, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall war das echt irre. Und sie hat selber auch eine eigene Lippenstiftmarke und sie produziert immer nur so viel, dann ist das ausverkauft und dann produziert sie wieder neu. Und deswegen ist da immer ein riesen Run auf die Sachen. Und man konnte diesmal auch so ein Set wählen und hat dann zu dem Set diese Tasche quasi damit dazu bekommen. Die finde ich alleine schon sehr, sehr schön. Und da drin sind drei Produkte. Das ist super teuer. Ich habe mir dann gedacht, ich weiß, es war ein Impulskauf, muss ich sagen. Jetzt mit den Masken tragen wir eh nicht so viel Lippenstifte. Insofern weiß ich gar nicht, ob das so klug war. Auf der anderen Seite interessiert mich die Formulierung und irgendwann ist dieses Thema ja hoffentlich auch vom Tisch. Und ich zeige euch einfach mal kurz, wie es ausschaut, ja? Es ist einmal ein Lip Liner dabei, ein Gloss, damit ist sie jetzt ganz neu rausgekommen. Super schönes Packaging auch, da sieht man so ihre Initialien. Und einmal einen Lippenstift. Und ich habe mich für die Farbe Velvet Muse entschieden. Ich habe dann sowohl den Muse Gloss, den Velvet Muse Lippenstift und den Velvet Muse Lip Liner. Den Lip Liner kann man auch nicht separat kaufen, das geht nur in dem Set. Ich zeige euch mal, was das Besondere an den Lippenstiften ist, weil die sehen wirklich echt krass aus, muss ich sagen. Erstmal, das Packaging ist in so einem schlichten mattierten Gold. Finde ich richtig schön. Aber jetzt kommt der Kracher. Der Lippenstift ist von der Kappe her magnetisch. Das finde ich sehr gut. Das fühlt sich einfach ein bisschen wertiger an. Und jetzt schaut euch bitte mal den Lippenstift an. Es sieht aus, als ob er aus Samt wäre. Also als ob da Samt drum herum wäre. Es ist ganz irre. Man kann es gar nicht richtig beschreiben. Diese Konsistenz, also diese Optik, wie das ausschaut, ich finde, es ist unbeschreiblich. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich war mir auch gar nicht so sicher. Ich glaube aber, dass die Farbe mir sehr gut stehen könnte. Sie sieht ein bisschen ähnlich aus wie das, was ich drauf habe. Ich lasse es jetzt mal. Ich glaube nicht, dass ich es zurückschicken werde, aber ich werde es irgendwann mal ganz in Ruhe auftragen und mir Zeit lassen und so weiter. Ich freue mich nämlich schon drauf. So, und dann ist dabei gewesen ein Lip Gloss. Tolle Farbe, ja. Das ist wirklich so ein Nude für mich, muss ich sagen. Richtig schöner Ton. Ist nicht zu kühl und nicht zu warm, sondern genau dazwischen ein schöner neutraler Rosenton. Und der Lip Liner, den habe ich auch noch nicht angeschaut. Der sieht so aus. Oh, ganz schön. Ah ja, genau. Sie hat gesagt, es ist ein bisschen schwierig, erstmal die Kappe zu entnehmen. Ja, die Farbe ist genau so, wie ich das hier auch mehrfach habe. Das ist sowas, was ich wirklich benutze. Und ja, da freue ich mich drauf. Also ich werde demnächst einfach mal, wenn ich ganz viel neues Make-up ausprobiere, das dann einfach auch mal testen. Jetzt wird mir das Video dann zu lang. Deswegen habe ich es euch einfach so gezeigt. Ich glaube, ein paar Sets gibt es noch, aber es kann halt sein, dass das jetzt auch schon ausverkauft ist. Da bin ich jetzt nicht ganz auf dem neuesten Stand. So, und jetzt zeige ich euch als zu guter Letzt noch mein Douglas-Päckchen. Das geht auch relativ schnell. Und zwar gab es da so eine Aktion, wenn man über 100 Euro bestellt hat, hat man so eine Tasche mit dazu bekommen. Da habe ich noch nicht reingeschaut, das schaue ich mir gleich mal an. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was ich mir bestellt habe. Ich werde davon allerdings was zurückschicken müssen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Tasche dann behalten kann. Weil eigentlich wollte ich es nicht zurückschicken, aber ich habe jetzt gesehen, die Farbe passt nicht. Und zwar habe ich mir von Estee Lauder die Double Wear Foundation in der Farbe 2N1 Desert Beige gekauft. Und die ist mir zu hell. Die ist mir viel zu hell, leider Gottes. Ich sehe damit aus wie ein Geist. Das funktioniert nicht. Ich habe letztens die 3N1 probiert, die war mir zu dunkel. Ich bräuchte einen Ton in der Mitte. Und ich habe gedacht, die Farbe müsste es sein, aber die Farbe ist es leider überhaupt nicht. Insofern, ja, ich muss mal mit denen schreiben, ob das geht. Auf jeden Fall habe ich mir dazu nämlich auch noch diesen Pumpteil, den habe ich mir noch gekauft. Vielleicht kann ich das ja einfach austauschen gegen eine Nummer dunkler, sage ich mal. Ich glaube, es gibt noch so ein
2N5 oder sowas. Oder irgendwie sowas in der Art. Ich muss mal gucken. Noch so ein Mittelding. Aber die Farbe gab es nicht. Die wollte ich nämlich eigentlich nehmen. Und jetzt habe ich das gesehen und neben andere Foundations gelegt. Und ich sehe das schon. Das ist mir zu hell. Ach so. Und wisst ihr, woran ich es erkannt habe? Ich zeige euch mal was. Ich habe noch was vergessen, sehe ich gerade. Ich habe ja jetzt hier fast das Teuerste vergessen. Und zwar habe ich mir nämlich letztens bei Beautylish von Kojendo, ich glaube, so spricht man es aus, die Aqua Foundation gekauft. Und die habe ich in der Farbe 213. Und als ich die das erste Mal drauf hatte, habe ich gedacht, oh Gott, die ist viel zu hell. In den Beschreibungen schreiben die Leute, sie ist geeignet für NC 25 bis NC 30. Und das ist genau meine Range, sage ich mal, wo ich so bin. Und die oxidiert so, dass es dann tatsächlich passt. Muss man einfach ganz klar sagen. Aber die, diese hier, die N1, die ist heller, alleine schon in der Flasche. Und dann weiß ich, funktioniert es nicht. Weil die funktioniert gerade so. Also das ist dann trotzdem die hellste Foundation, die ich habe. Also sie oxidiert zwar, aber die andere oxidiert halt nicht. Und deswegen wird es nicht funktionieren, das weiß ich schon. Aber die ist ganz cool. Die könnte ich theoretisch auch mal in so einem Ich-teste-neues-Make-up-Video ausprobieren. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich habe sie schon ein-, zweimal ausprobiert, aber noch nicht einen vollen Tag getragen, sondern einfach nur mal so getestet, ne? Okay, machen wir mal weiter, was ich noch bei Douglas bestellt habe. Und zwar habe ich mir von NARS den Radiant Creamy Concealer in der Farbe Custard bestellt. Den wollte ich schon immer mal testen. Jetzt gab es den in so einer kleinen Größe. Da habe ich gedacht, ach, da kannst du das ja super mal ausprobieren, ob der wirklich so gut ist, wie alle immer schreiben. Insofern, da glaube ich, wird die Farbe ganz gut passen. Das ist eher so ein neutraler Ton. Und da bin ich sehr gespannt. Das werde ich mal ausprobieren. Dann habe ich mir von Estee Lauder, das kommt aber noch, das wird wahrscheinlich über Niche Beauty verschickt, weil manche Sachen hat Douglas nicht selber vorrätig und dann, Moment kurz, und dann verschicken die das über andere Partner. Es kann auch sein, dass es über Parfüm Dreams verschickt wird, ich bin mir nicht ganz sicher. Die arbeiten mit unterschiedlichen zusammen. Und ich habe mir nämlich von Estee Lauder das Idealist Serum gekauft. Das hatte ich mir mit 18, 19, 20 so ungefähr mehrmals nachgekauft und fand das richtig gut. Und jetzt habe ich gedacht, komm, das kaufst du dir jetzt nochmal. Das war damals so geil, warum hast du es eigentlich aufgehört? Es war halt super teuer und jetzt hatten die so eine Rabattaktion, dass ich gedacht habe, ich probiere das nochmal. So, aber wie gesagt, das ist jetzt noch nicht da, das wird noch geliefert. Das war aber in derselben Bestellung sozusagen. Und dann habe ich mir von MAC den Paint Pot in der Farbe Groundwork gekauft. Ich habe ja sonst immer Painterly, den nehme ich ja immer, den liebe ich ja. Und jetzt habe ich gedacht, für so ein bisschen dunklere Looks und gerade für den Herbst ist diese Farbe vielleicht auch mal nicht schlecht. Und das ist ein Creme-Lidschatten, den ihr quasi als Lidschatten-Base verwenden könnt. Und da ich damit super zurechtkomme und die jetzt reduziert waren von 25 auf, ich glaube, 17 oder 18 Euro, habe ich gedacht, okay, dann kann ich das mal ausprobieren. Okay, so, das fand ich schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt kam im Zuge dieser riesigen Bestellung, weil es über 100 Euro war, noch so eine Tasche mit. Und da zeige ich euch jetzt einfach mal, was da drin ist, ob ich die Sachen kenne, ob ich sie gut finde oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Und zwar haben wir einmal von Murad, das habe ich schon ein paar Mal gehört, die Marke bei den Amis, ne? Ich gucke immer ganz viele amerikanische Beauty-YouTuber und viele schwärmen davon, aber die kriegen das auch häufig in PR, habe ich so den Eindruck. Und das ist ein AHA Exfoliating Cleanser, also etwas für die Reinigung und zum Peelen mit Säure, kann ich eh vergessen. Also jetzt gerade, wie meine Haut jetzt gerade drauf ist, kann ich das nicht nehmen. Das heißt, das werde ich einfach mal zur Seite legen und mal gucken, ob ich das irgendwann verwenden kann. Ansonsten werde ich es verlosen. Dann ist hier von High Priority ein Cleansing Foam. Oh, das hört sich gut an. Mit Cannabis Seed Oil. Das ist ja total beruhigend. Und ich liebe das auch, so Cannabisöl. Sowohl, um es oral einzunehmen, als auch fürs Gesicht. Weil das wirklich beruhigt und gerade so... Ja, für meine sensible Haut ist es eigentlich ziemlich geil. Okay, deswegen nennt sich das High. Man wird dadurch aber nicht High, keine Sorge. Da ist das THC rausgenommen und das ist wirklich nur quasi diese beruhigenden Faktoren da drin. Aber da freue ich mich. Das will ich gerne mal testen. Finde ich richtig gut. Habe ich noch nie was von gehört. Also von dieser Marke, die muss relativ neu sein bei Douglas. So, dann haben wir ein Parfum, wie geil, von Sarko Parfum, The Muse. Das habe ich schon gehört. Oh Gott, wie gut ist das denn?
Hier steht drauf, was das für Noten sind. Glow Akkord, Jasmin Petals, okay. Warm Molecule Akkord, das ist die Top-Note. Dann haben wir Narcotic Flowers Akkord, Clean Sparkling Molecule Akkord. Und als Bass ein Sandalwood Akkord mit White Oud and a Diverse Love Me Musk Akkord. Okay, das Problem ist jetzt mit Jasmin, ne? Jasmin ist nicht ganz so mein Ding, wenn es zu überdosiert ist, muss ich sagen. Ich sprühe das einfach mal hier auf das Ding drauf. Ja, genau. Allerdings mag ich Saco Parfums sehr gerne. Ach, das könnte gut sein. Ach ja, das ist nicht zu intensiv. Ich weiß, man kann das nicht hieran total beurteilen, aber ich kriege mal einen ersten Eindruck, bevor ich mir es jetzt auf die Haut sprühe und ich das dann abwaschen muss. Aber das riecht gut, das werde ich mal länger austesten. Ich habe jetzt nur hier schon Parfum drauf, das würde damit dann nicht so gut funktionieren. Aber das riecht gar nicht schlecht, muss ich sagen. Okay, da bin ich schon mal, freue ich mich schon mal drauf. So, dann haben wir hier von Dr. Dennis Gross Alpha Beta Universal Daily Peel. Davon schwärmen auch sehr, sehr viele, muss ich sagen. Das ist auch eine AHA-Säure, das könnt ihr euch einfach, das ist schon in diesem, in wie so einem Peeling-Pad, in so einem Cotton-Pad quasi in der Art, schon getränkt und man reibt sich dann übers Gesicht und hat dann im Endeffekt eigentlich keinen Stress, weil man sich irgendwas auftragen muss, sondern man kann sich das einfach über das Gesicht ziehen und man hat hier in diesen mehrere Teile zum Einmalgebrauch sozusagen, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das verwenden kann. Hier steht einmal Step Nummer 1, Exfoliate in Smooth und Step Nummer 2. Step Nummer 2 ist dann Anti-Aging Neutralizer. Ja. Ich glaube, das ist so intensiv für mich. Hier sind aber 3 Stück drin. Die Teile sind sehr, sehr teuer. Wenn sich meine Haut beruhigt hat, hier an den Seiten, würde ich das vielleicht mal probieren. Weil das wollte ich mir eigentlich sogar auch schon mal kaufen, als bei mir alles in Ordnung war. Weil ich darüber wirklich sehr, sehr gute Sachen gehört habe. Das ist auch super teuer. So, dann haben wir von Anna Yake eine Ultra Time Anti-Wrinkle Redensifying Cream. Das ist also irgendwie eine Anti-Aging-Creme, die gegen Falten ist und gegen was noch? Festigend, genau. Eine festigende Anti-Falten-Creme mit Intensivpflege mit 7,5 Milliliter. Schöne Luxusprobe sozusagen. Und dann haben wir von Shiseido eine Vital Perfection Overnight Firming Treatment, was auch zum Brighten ist, also zum Aufhellen. Vielleicht ist da auch irgendwas drin, was ich nicht vertrage. Müssen wir mal sehen. Auf jeden Fall ist es eine intensiv straffende Nachtpflege. Vielleicht gebe ich das auch mal an meine Mama weiter. Also das sind schon sehr luxuriöse Proben für Pflege, sage ich mal. Sehr speziell, nicht so Mainstream, sondern schon mehr so High-End-Kosmetik. Finde ich ziemlich gut, dass man einfach da mal wirklich was Tolles testen kann. Und diese Proben kriegt man ja auch nicht immer alle Tage lang mit. Ich meine, ich habe jetzt für 100 Euro bestellt. Die Tasche ist auch noch mit dabei. Die finde ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und ja, ich freue mich da ein paar Sachen auszuprobieren. Darüber freue ich mich am allermeisten, weil ich das wahrscheinlich vertragen werde. Und das werde ich direkt mal heute Abend testen. Und die anderen Sachen, wie gesagt, das ist leider so ein bisschen mein eigenes Problem, ne, mit meiner Haut. Und dass ein Duft dabei ist, da freue ich mich immer ganz besonders drüber. Okay, ihr Süßen, das war's tatsächlich mit dem Video. Ich bin jetzt am Ende ein bisschen schneller durchgerauscht, weil ich dann schon dachte, oh Gott, das wird eine Dreiviertelstunde lang. Es ist jetzt so. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Es ist mal eine Abwechslung zu den ganzen Adventskalendern. Die sind ja auch relativ lang. Ich werde mal gucken, dass ich demnächst einfach solche Videos mal schon ein bisschen früher drehe. Wenn jetzt die ganzen Adventskalender dabei vorbei sind, werde ich das auch eher machen können. Hatte ich dann gedacht, interessiert euch vielleicht die Adventskalender mehr. Keine Ahnung, weil die sind ja auch jetzt zum Teil wirklich schon ausverkauft. Ich werde euch einfach mal hier welche verlinken, die es noch gibt, wenn ihr daran Interesse habt. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, schaut in die Infobox. Dafür müsst ihr einfach nur Abonnent meines Kanals sein, dem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben geben, lieben Kommentar hinterlassen, dass ihr gerne teilnehmen wollt. Alternativ könnt ihr auch gerne den Hashtag Luvia verwenden und schon wandert ihr in den Lostopf. Hier könnt ihr mich abonnieren, falls es noch nicht geschehen ist. Und ich wünsche euch dann noch einen ganz schönen Tag. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schreibt mir gerne, wenn ihr möchtet, dass ich über gewisse Produkte, die ich euch gezeigt habe, nochmal eine detaillierte Review gebe oder ein Video dazu mache. Ich werde bestimmt mal so ein neues Make-up-Tutorial machen mit Produkten, die ich hier habe. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.